So, ihr Lieben, mittlerweile ist dunkel. Ich habe alles zurechtgesägt und da vorne schon mal zusammengesteckt, einfach nur um zu sehen, ob das von den Maßen her passt. Ich denke, ich hätte ihn vielleicht sogar noch 1-2 cm kleiner machen können, aber es lässt sich wirklich bescheiden messen, diese Säge. Ja, warum mache ich überhaupt so einen Kasten da drumherum? Eigentlich würde es ja reichen, wenn ich die unten befestigen würde und dann den Tisch neben dran bauen. Nein, genau das will ich eben nicht. Ja, weshalb ein Kasten? Die Säge, die ich dort einbaue, das ist eine Bausäge. Und diese Bausäge ist unten drunter und an den Seiten komplett offen. Das würde bedeuten, wenn ihr jedes Mal, wenn ich die benutze, dass ich alles voller Staub und Sägespäne habe. Das gleiche Spiel, was ich jetzt habe. Ich muss jedes Mal, wenn ich den ganzen Tag am Sägen war, praktisch meine komplette Terrasse reinigen. Fegen, saugen, weiß ich nicht was. Ich brauche fast eine Stunde, um alles sauber zu machen. Diese ganze Späne sollen aufgefangen werden. Unter die Säge kommt ja auch noch ein Kasten, wo überflüssige Späne, die sind ja eigentlich immer überflüssig, aber wo die Späne, die nicht abgesaugt wird, reinfallen. Das wird, also unten drunter kommt, wie gesagt, dieser Kasten, wo der Rest an Späne reinfällt. Die Säge wird natürlich auch abgesaugt, aber bauartbedingt funktioniert diese Absaugung einfach nicht so hundertprozentig, wie man das gerne hätte. Also muss ich mir was einfallen lassen, wie ich diesen ganzen Dreck einfangen kann. Und das passiert mit dem Kasten. Ich denke, ich werde das auch jetzt, dieses Teil ich werde es aus Flachdübeln bauen. Dann sind wir in 5 Jahren fertig ungefähr. Ja. Ja Leute, das passiert, wenn man vor dem Machen das Hörnchen nicht einschaltet. Ich habe es mir hier extra noch markiert, wie ich zu fräsen habe. Das Kreuz hier, das sollte eigentlich bedeuten, nicht von oben fräsen. Was hat der Depp gemacht? Von oben gefräst. Und die anderen Teile hat er natürlich in die Stirnseite gefräst. Und das natürlich bei allen Brettern. Ja. Jetzt haben wir ganz genau 2 Möglichkeiten. Ich habe praktisch alles fertig, bis auf die letzten 3. Da ist mir dann irgendwie aufgefallen. Also entweder ich mache mir jetzt eine schöne Spachtelmasse fertig und wir spachteln den ganzen Wust. Oder ich säge hier entweder von einer Seite 18 mm oder von jeweils beiden Seiten 8 mm runter und mache dann diese Noten neu. Was wahrscheinlich eher angesagt ist, weil, ganz einfach, ich habe keine Trocknungszeit zu beachten. So, wir haben langsam Zeit, das ganze Ding zu verleimen. Das machen wir jetzt. Ich hoffe, das klappt ein bisschen. Wäre gut, wenn es richtig klappen würde. Also ein bisschen wäre mir dann doch ein bisschen zu wenig. Ja, also ich habe das Ding ich habe es schon mal zusammengesteckt und mal über die Säge gestülpt, während sie auf dem Gestell stand. Das war ein bisschen eng, das ganze Unterfangen, weil ich an der Säge Griffmulden habe, die ein bisschen nach außen stehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, habe ich mal wieder perfekt gemessen oder habe ich falsch abgesägt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird es an der Stelle ein bisschen eng. Thank you.
nachdem wir es nun 276 Mal versucht haben, diese Korpusse hier ordentlich hinzubekommen, nach 376 Mal nachsägen und nachjustieren, ist es jetzt endlich gelungen. Die beiden Teile sind fertig. Und jetzt werden wir hier schön die Kanten bündig fräsen mit meinem neuen Maschinchen hier. Ich habe jetzt bewusst ein paar Schritte ohne euch gemacht, allerdings im Eifer des Gefechts ein paar mehr, als ich eigentlich machen wollte. Ich zeige euch mal genau, was ich gemacht habe. Also erstmal habe ich die beiden Korpusse, wie auch immer, hier mit Schrauben miteinander verbunden, so dass ich sie jederzeit wieder voneinander lösen kann. Das war erstmal wichtig. Ich habe die Kanten einigermaßen gerade gemacht. Und das war eigentlich das, was ich ursprünglich sowieso ohne euch gemacht habe. So, im Eifer des Gefechts allerdings habe ich noch ein bisschen mehr getan, denn ich habe beim Zusammenbauen und Aufeinanderstellen festgestellt, dass die beiden oberen Korpusse zusammengenommen ganze 3 mm zu kurz sind für den Unterbau. Fragt mich nicht, wie das passieren konnte. Keine Ahnung. Ja. Telefon klingelt. Ich muss kurz ans Telefon. Jo, so wie gesagt, ist das hier oben wie auch immer kleiner geworden. Und damit das nachher nicht ganz so extrem auffällt, habe ich auf beide Seiten an diese Kante, ich zeige es euch gleich mal aus der Nähe, diese Kante hier. Ja, da habe ich auf beiden Seiten eine Phase dran gefeilt, hätte ich beinahe gesagt. Eine Phase dran gefräst. Auf beiden Seiten jeweils 1,5 mm. So fallen die 3 mm nicht ganz so direkt ins Auge. Edelfusch nennt man das, glaube ich. Aber auch das will gekonnt sein.
Revolution. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir die Platte einpassen. Die Säge selber habe ich ja eingepasst, sodass sie immer am gleichen Platz steht mit diesen Klötzchen. Die waren falsch, deshalb muss ich sie nochmal neu machen. Aber letztendlich steht das Ding. Ich habe mir hier eine Schablone gemacht. Das habe ich euch in diesem Video nicht gezeigt, weil ich habe allein für diese Schablone knappe 2 Stunden gebraucht. Ich glaube, das brauchen wir in dem Video nicht nochmal festhalten. Jetzt werde ich oben drauf die Platte legen, sie ausrichten und ich hoffe, dass ich dann von unten irgendwie rankomme, mir das anzuzeichnen. Die Schablone lasse ich drunter einfach, weil ich die Form besser abnehmen kann von der, von der Schablone und ich ein bisschen mehr Abstand von der Säge habe zum Anzeichnen, könnte ich mir denken, dass ich etwas besser rankomme. So. Nur für euch. Nur für euch mache ich den Scheiß hier. Freue ich mich, wenn das Ding fertig ist. Wo ist der Deckel? Hast du den Deckel versteckt? Mal den Richter. Rechter, Rechter, gib mir mal den Rechter. Filmst du schon? So, Ladies. Es hat tatsächlich funktioniert. Es hat also gemalt tatsächlich das gute Stück von meinem Edding. Da werde ich jetzt die Schablonen drauf ausrichten und dann können wir losfräsen. Ich überlege gerade, ob ich es vorher grob mit der Stichsäge aus... Ich glaube, das werde ich machen. Ich werde es vorher grob mit der Stichsäge aussägen. Genau so machen wir das. Ja, also erst Stichsäge, dann fräsen. Die Schablone angefertigt und dank dieser Schablone konnte ich meine Säge auf den Sägetisch übertragen und schon mal per Stichsäge aussägen. Eigentlich wollte ich dann mittels dieser Schablone auch fräsen, habe das auch versucht. Den Versuch zeige ich euch allerdings lieber nicht. Ja, weil dieser Versuch leider kläglich gescheitert ist, habe ich mir diese Schablone angeschafft und kann jetzt schön fein herausfräsen und habe dann eine ganz ordentliche Kante. Und ja, das machen wir jetzt. Das muss ich in 2 Teilen machen, weil die nicht lang genug ist. Ja, und dann schauen wir mal, ob das jetzt gut funktioniert. Wenn wir die eine Seite fertig haben, machen wir die andere. Ich würde sagen, los geht's.